Und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und wir könnten I don't jetzt know anything else, Alex. die Mutter I'm anreden. sorry. Die sagt aber jetzt auch immer dasselbe. Also gehen wir mal, ja, in den Keller runter. So, was haben wir hier? Ja, lassen wir lieber mal die Finger weg. Oh, und der Keller steht unter Wasser. Na prima. Naja, Josh wird ja bestimmt nicht da unten sein. Was soll der da? Was sind das für Blubberblasen? Hässliches. Ist er jetzt weg? Ja, das war's, glaube ich. Meine Güte. Hier können wir rein. Durchgehen. So, du blöde Puppe. Stech dich. So, hast du davon. Ja. Da ist eine Tür. Eine Erinnerung. Hier müsste man sich eigentlich nur den Türgriff mal richtig einprägen. Hey, man schüttelt seine Kinder nicht. Da waren wir wohl noch klein. Und deswegen zeigen sie hier den Türgriff jetzt sehr aufmerksam. Und wenn er seht, der fehlt nämlich. Da. Genau. Dann gehen wir hier wieder raus. So. Was haben wir hier noch? Ah, ein Kanu, würde ich sagen. Ah, hier liegt was. Garagenöffner. Und ein Zettel. Okay. Ja, und die Tür ist wahrscheinlich zu. Ja. Also das heißt, müssen wir nach oben. Und mit dem Garagenöffner ist ja eindeutig. Ja, die Mutter, die sitzt immer noch da. Die könnte man jetzt auch wieder anquatschen, aber die sagt immer dasselbe. Gehen wir mal raus. Können wir von hier hinten eigentlich schon den Garagen? Ja, und ist natürlich wieder so ein Mistvieh. Hier haben wir mal jetzt Blatt sein. So, das war's auch schon wieder. Ja, die bleiben auch liegen, die verschwinden nicht wie bei Resident Evil, dass sie wegblubbern. Was haben wir hier? Ein Eisen, ein Stahlrohr. Das werden wir mal, Moment, hier. Jetzt nur mal kurz nehmen. Ja, mit dem Stahlrohr, seht ihr ja, schlägt man ziemlich langsam. Ja, und wenn man das Spiel durchgespielt hat, hat man nicht nur die Laserpistole, da liegt dann hier auch eine Kreissäge.
Hier haben wir nochmal so ein. Ich glaube, das ist derselbe Zettel wie. Ja, und deswegen habe ich das Stahlrohr jetzt genommen. Weil wir das hier aufbrechen müssen. Und einen Benzinbehälter nehmen. Ich wechsle jetzt aber mal eben wieder zum Messer. Weil das einfach schneller ist. Deswegen. Ist sowieso besser für Gegner, die so unten sind. Gehen wir mal jetzt hier durch. Ja, und hier die Silent Hill Atmosphäre ist natürlich gegeben, ne? Also kann man schon sagen. So, hier gehen wir auch nochmal durch. Ich wollte gerade sagen, hier müsste man jetzt eigentlich Kinderstimmen hören. Ist ja auch ein Kinderspielplatz. Da hängt nochmal eine Zeitung. Ach, ein Bild, keine Zeitung. Zeichnung wollte ich sagen. Eine Zeichnung, genau. Da steht's ja. Von einem Kind, was auf der Schaukel sitzt. So, dann gehen wir mal hier lang. Hier liegt noch eine Zeitung. Hier liegt eine Zeitung. Könnt ihr lesen? Ne? So, dann müsste hier eigentlich noch ein Bild liegen. Genau. Und da dachte ich auch bei dem Bild, beim ersten Mal durchspielen, dachte ich, na, hoffentlich müssen wir nicht gegen so eine Riesenspinne kämpfen. Das wäre ja. So, jetzt muss ich allerdings wieder zum Stahlrohr wechseln, um die Tür hier aufzukriegen. So. Jetzt nimm mal wieder das Messer. Habe ich jetzt schon. Nee, wir haben noch keine Heilung, weil meine Heilung jetzt wieder. Ja. Achso, das war wahrscheinlich der Abschnitt gewesen. So, jetzt kommt hier auch nochmal so einer. Machen wir mal ganz schnell. Bevor er hier sich wehren kann. Mal ganz schnell. Gar ausmachen. Jetzt könnte man hier hochklettern, aber da ist nichts. Na. Wir sollen ja jetzt Benzin holen. Und zwar hier. Ist auch komisch, ne? Man geht dann hier hin, denkt, hier wird jetzt was angezeigt, aber nein. Man muss das Inventar und den Benzinkanister anwählen. Jetzt haben wir einen gefüllten. Ja. Jetzt steht hier untersuchen. Auch komisch, ne? Nachdem wir jetzt hier den Benzinkanister. Ich meine, ich möchte sagen, das war vorher auch schon offen. Okay, dann können wir zurückgehen. Ich gucke eben mal nochmal hier hinten. Aber hier war, glaube ich, nichts. Okay. Haben wir wieder die Kinderstimmen. Ja, was das hier sein soll, keine Ahnung. Kann man das drehen hier? Nee. Na gut. Ich will auch nicht mich irgendwo zu lange aufhalten. Ich muss eben nochmal gucken. Ne, hier, das war nichts. So, hier. Durch. Dann hier durch. Gehen wir jetzt wieder runter im Keller. Und wieder ein Ladebildschirm. Jetzt könnten wir hier die Mutter, bla bla bla. Sagt aber wieder dasselbe. Wir gehen mal gleich runter im Keller. Hier ist ja immer noch alles voller Wasser. Und werden mal jetzt hier die Pumpe anschalten. Indem wir den Benzin da reinkippen. So,
Jetzt wird hier alles Wasser abgesaugt. Also nicht alles, nur so weit wir da bei der Tür. Werdet ihr dann gleich sehen. Ja, da. Das ist auch wieder so ein Ding. Man hätte ja unter Wasser greifen können, ne? Und man hätte ja den Riegel quasi auch aufmachen können. Aber naja. So. Aber nein, das Spiel wollte das so. Ladebildschirm. Ja, finde ich auch, dass die ziemlich, es geht, also, beim PC war es manchmal schlimmer, das lag aber an die Bugs und so, da musste man dann manchmal die Aufnahme stoppen. So, und hier haben wir noch einen versteckten Heiltrank, und man hört schon Hunde. Kommen mir zwar nicht vor, hier ist eine Tasche. Wieder mit einem Foto. Das ist glaube ich ein Hund. Das ist hier wahrscheinlich bei dem Vater da unten im Keller, im Raum. Hat er wahrscheinlich einen Hund geschlachtet. Na prima. So, hier hängt noch eine Zeichnung. Ja, was immer das jetzt darstellen soll. Wenn das da im Hintergrund eventuell das Rote da, keine Ahnung. Na, wer weiß. Wir sammeln das, versuchen das irgendwas einzusammeln. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwas gibt. Trophäen gibt es, glaube ich, hier gar nicht für PlayStation 3. Auf der Xbox hatte ich es, wo ich die Xbox noch hatte, habe ich es ja auch gehabt und durchgespielt. Da gab es Erfolge aber für das Spiel. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das für PlayStation 3 hier nicht auch gemacht haben. Ja, und hier liegt ein Abspielgerät. Und zwar, wir hatten ja eine Kassette gefunden. Das ist jetzt Josh. Das ist sein Vater. Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Eltern Josh irgendwie lieber haben oder bevorzugen. Also Alex wird fast nie auf irgendwie, wie gesagt, auf Bildern sieht man nicht, wird hier auf der Kassette auch nicht erwähnt oder so. Ist schon eigenartig, also. Ja, dann haben wir hier im Kühlschrank noch einen Heiltrank. Ist auch, das finde ich jetzt wieder gut, dass sie nicht, also die Heiltranks, die man von Anfang an sammelt, dass man die dann im nächsten Abschnitt auch noch behält. Das wäre jetzt schlimm, wenn, ja, diese Tür können wir dann später auch erst öffnen. Hier können wir aber noch rein. Ja, hier gibt es nichts weiter, außer hier sagt er, glaube ich, ja, ist von der Mutter die Nähmaschine. Genau. Weiß jetzt nicht. Da liegt zwar ein Zettel beim Telefon, aber will er nicht nehmen. Ja, mehr ist. Das ist hier die Tür. Nee, die ist das noch nicht. Ach so, dann sind wir wieder draußen. Ja, hier, die Tür hier. Die ist zu. Das ist, glaube ich, die Tür hier von der anderen Seite, die zu war. Und die war ja auch zu, ne? Ja. Jetzt hier war es gerade auch schon wieder sehr, sehr dunkel. Da können wir auch schon wieder gehen.
hier ein Grill. Ja, und jetzt müssen wir sicherlich hier raus. Und gleich wieder ein Ladebildschirm. Ja, manchmal haben sie das schon ein bisschen übertrieben, finde ich, hier. Mit den Ladesequenzen. Aber was soll's. Trotzdem finde ich, macht das Spiel sehr großen Spaß. Ja. Beim ersten Mal durchspielen dachte ich natürlich, dass hier jetzt gleich Hunde kommen, weil man die ja gehört hat schon. Hier ist auch sehr neblig. So. Jetzt kommt natürlich, ja, hier ist zu. Jetzt kommt natürlich eine Gegend. Hier haben wir erstmal die Karte. Da können wir dann gucken, falls wir mal nicht weiter wissen. Ah, jetzt hören wir schon wieder Hunde. Ja, und jetzt könnte man sich natürlich die ganzen Grabsteine, die hier kommen, ne? Man könnte sich hier die alle angucken. Das mache ich aber nicht, weil nachher kommen da richtig sehr viele. So, ich gucke nur, ob irgendwo ein Heiltrank steht oder irgendwas. Ah, die Geräusche hier von den Hunden sind jetzt aber nicht so prickelnd. Hier ist auch nichts. Ah, ich möchte sagen, das ist hier ein bisschen nebliger wie auf der, wie auf dem PC. Ja. Der buddelt da ein Loch. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Und dann kommt unser erster Hund. Oder zwei sogar, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja, da oben ist er. Gar kein Fell haben wir mehr. So, mal sehen. Ja. Ja, mit dem Messer finde ich geht's. Man könnte jetzt auch das Eisendings nehmen. Das Eisenrohr. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja. Ja, das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir sicherlich später. Ja, dann war es doch bloß ein Hund auf normal. Aber ich glaube auf schwer, da hat man dann... Hier liegt noch ein Heiltrank. Auf schwer sind es dann aber zwei Hunde, glaube ich. Ja, und hier ist der immer noch am Buddeln. Aber der hört uns nicht. Dann gehen wir mal weiter. So, und jetzt ist es ein bisschen verwirrend hier mit den ganzen. Also noch nicht. Aber beim ersten Mal habe ich hier überhaupt nicht so richtig durchgesehen. Dann sollte man hier überall wenigstens mal reingucken. Man könnte hier, wie gesagt, auch die alles wieder lesen. Da haben wir einen Speicherpunkt. Haben wir hier noch was? Nein, hier haben wir auch nichts. Gehen wir mal hier und speichern. Und jetzt nehme ich mal einen neuen. Falls mir irgendwas mit der Aufnahme passiert, dass ich hier nicht nochmal alles spielen muss. Ich werde ab jetzt, werde ich jetzt erstmal so, na mal sehen. Also immer neu speichern, wollte ich jetzt sagen. So, haben wir hier noch was? Nein, hier haben wir nichts. Hier ist wieder eine Wand und soweit ich weiß, wenn wir die zerhacken, ist da hinten entweder eine Pistole oder ein Revolver. So, müssen wir hier durch. Aber irgendwo war hier noch ein Heiltrank.
Und werden wir schon finden. Werden wir schon finden. Da ist zu. Ah, hier. Wusste ich doch. Wie viel haben wir denn da jetzt schon? 8 Stück. Ja, ist doch super. So, hier ist auch nichts. Doch, hier ist das Loch. Hier müssen wir auch durch, sowieso. Und hier wieder raus. Dann nach vorne. Hier durch, oder? Ne, hier nicht durch. Hier durch. Wir wollen mal hier reingucken. Hier ist auch nichts. Ja, ich mache das deswegen, weil ich nicht mal hundertprozentig weiß ich nicht mal genau. Ja, da geht's weiter. Gehen wir mal hier nochmal schnell rein. Alex. Also ich weiß nicht mal hundertprozentig, wo alles gelegen hat. Das weiß ich jetzt noch nicht. Nur jetzt wie vorhin, da müsste doch eigentlich, da kam mir dann Erinnerung. So, ja. Hier kommt jetzt gleich auch ein Hund, glaube ich. Ja, das sag ich doch. So. Jetzt bin ich aus Versehen wieder die R1-Taste hier oben. Habt ihr kurz gesehen, ne? Ach, das macht mich noch verrückt. Aber naja, gut. Können wir hier rein? Ja, hier könnten wir runterspringen, aber ihr seht ja, da unten ist ein Gitter. Also braucht man da eigentlich nicht. Wir gehen mal hier weiter. Jetzt müsste auch gleich schon ein erster neuer Gegner kommen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, hier können wir aber später, glaube ich, auf dem Rückweg durch und hier hoch. Ja, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Ich laufe erstmal hier lang. Also ich laufe erstmal einmal eine Runde rum, um auch alles einzusammeln, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Version hier auf der PS3 mehr neblig ist. Ja, hier ist noch einer. So, hier würden wir jetzt runtergehen, machen wir aber nicht. Wir laufen zurück. Erstmal den oberen Ring sozusagen einmal absuchen. Um zu gucken. Weil wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen. Man kann hier echt jeden Heiltrank. Wie gesagt, später kommen nicht so eine einfachen Gegner. Die sind dann schon etwas heftiger. Und da ist man froh über jeden Heiltrank, den man findet. Ja. Ja, Kevin, falls du es hier siehst, schönen Gruß an dich, ne? Und Kevin, also Mr. Kiwiki LP, ich hatte ja mehrere Spiele zur Auswahl und er hat sich dieses Spiel sehr gewünscht. Ja, und da ich, wie gesagt, jetzt auch richtig Bock drauf hatte, hab's erst mit dem PC versucht, aber da ging's leider nicht, hab ich mir gedacht, ach, was soll's. Tu ich's mal bei der, auf der PlayStation 3 anfangen. Und hier haben wir wieder einen Hund. Wow. Ja, die können sich auch. Boah, was ist denn jetzt los, ey? Ah, jetzt muss ich mal einen Heiltrank nehmen. Das hätte ich jetzt aber auch nicht. An was hat der denn da? Ja, der hat sein. Ja, ein Mensch natürlich. Hat sein Futter verteidigt jetzt hier. Krass, wie der mich angesprungen ist, ey. Ja, dann geht's hier weiter. So, hier hoch. Hier steht noch was. Ich glaube, auf der anderen Seite steht dasselbe. Können wir mal gucken gehen.
Wenn wir jetzt hier hochgegangen wären. Ja. Steht genau dasselbe. Dann müssen wir hier. Und hier haben wir wieder so einen Teil. Nehmen. So. Ich glaube, hier war auch nichts weiter. Können wir mal hier reingucken kurz. Nee, hier war nichts. Und auf der anderen Seite ist da auf. Nee, da ist zu. Ich höre schon wieder einen Hund. Wir können ja mal die, das Rohr nehmen. Zeige ich euch das mal. Ah ja, und hier müssen wir natürlich die beiden Teile einsetzen. Zack. Hätten wir jetzt zum Anfang, das ist mir beim ersten Mal passiert, da habe ich das nämlich nicht mitgenommen. Da musste ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, um mir dieses eine halbe Teil zu holen. War natürlich nicht so schön. So, Parkplatz. Und ich mache mal hier eben einen kleinen Schnitt an dieser Mülltonne und sage bis zum nächsten Mal bei Silent Hill Homecoming und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann Daumen hoch und es wäre nett, wenn ihr mich abonniert. Tschüss.